Er wurde als Flüchtling geboren. Er hatte nie eine eigene Familie und auch nie ein eigenes Haus. Er ging nie zur Uni. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er wurde zum Mobbingopfer und seine besten Freunde ließen ihn im Stich. Er musste vor Gericht und wurde öffentlich verspottet. Er wurde an ein Kreuz genagelt. Und während er starb, spielten Soldaten um seine Kleider, das Einzige, was er auf dieser Erde besaß. Sogar sein Grab gehörte einem anderen. Über 2000 Jahre sind inzwischen vergangen. Alle Armeen, die jemals marschierten, alle Fahrzeuge, die jemals fuhren, alle Regierungen, die jemals herrschten, alle Demos, die jemals stattfanden, alle Katastrophen, die sich jemals ereigneten, all das zusammengenommen, hat das Leben der Menschen auf der Erde nie so bewegt wie Jesus. Denn Jesus ist Gott und selbst der Tod konnte ihn nicht aufhalten. Er lebt und heute, 2000 Jahre später, verändert er Leben, bringt neue Hoffnung und setzt Menschen in Bewegung. Und er sagt uns heute, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Movable. Und was machen wir? Wir machen oft das Gegenteil. Als Christen sind wir bequem und träge geworden. Gemütlichkeit ist wichtiger, als Jesus kompromisslos nachzufolgen. So nach dem Motto, ich wollte, ich wäre ein Teppich, dann könnte ich jeden Morgen liegen bleiben. So ein Teppich-Christentum gab es ja auch schon früher. Im ersten Korintherbrief setzt sich der Apostel Paulus damit auseinander. Er schreibt dazu, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es so, wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Paulus vergleicht unser Leben mit einem sportlichen Wettkampf. Unser Leben ist nicht immer gemütlich und angenehm. Und auch in einem Kampf verliert man, wenn man sich nicht bewegt. Are you ready? Bereit, dich bewegen zu lassen? Movable? Gott bringt uns als Familie auch immer wieder in Bewegung. Ich bin schon sehr oft in meinem Leben umgezogen, um dorthin zu gehen, wo Gott mich gebrauchen möchte. Seit 2 Jahren lebe ich deshalb in meiner Familie in Montpellier. Movable. Ich habe meinen gut bezahlten Job geopfert, um gemeinsam mit Nick Jesus nachzufolgen. Movable. Wir sind nach Frankreich gezogen und gehen dort in eine französische Schule. Ich habe oft geweint, weil ich am Anfang kein Wort verstehen konnte und ich keine Freunde hatte. Wir wohnen in Montpellier in einer kleinen Wohnung und ich muss mein Zimmer mit Luca teilen. Wir nehmen den Auftrag von Jesus ernst, verlassen unser gemütliches Leben und gehen, um das zu tun, was Jesus gesagt hat. In unserem Fall? Auf den Spielplatz. In die Schule. Zu unseren Nachbarn. In die Sprachschule. Ins Tanzen. Zum Fußball. Nachts zu Prostituierten raus auf die Straße. Zu denjenigen, die die Hoffnung verloren haben, weil wir an einen Gott der Hoffnung glauben, für den es kein Hoffnungslos gibt. Wir gehen aber auch zu denen, die scheinbar mit ihrem Leben gut klarkommen. Wir feiern mit ihnen. Wir freuen uns mit ihnen über ihre Erfolge und guten Erfahrungen. Wir zeigen den Menschen mit Herzen, Mund und Händen, dass Gott sie liebt. Wir gehen, weil Jesus auch gegangen ist. Und wo gehst du hin? Bist du noch am Start und kämpfst um den Sieg für dich und für andere? Oder bist du einer der Christen, die sich hängen lassen, weil sie zu bequem sind, dem Auftrag Jesu zu folgen? In unserer Zeit braucht es Christen, die aufstehen. Christen, die ihre Komfortzone verlassen. Christen, die das Ziel im Auge behalten. Und es braucht Christen, die darum kämpfen, die Wahrheit bekannt zu machen und unerschrocken zu leben. Denn wir Christen sind für viele die einzige Bibel, die heute noch gelesen wird. Wir suchen für nächste Schuljahr noch 2 Impactler, die mit uns Abenteuer mit Gott in Mobil.